Was geht ab, Freunde? Willkommen auf dem Drittkanal. Heute reagieren wir auf Fußballerprodukte. Das heißt, ich habe euch gesagt, sendet mir mal alle Fußballerprodukte, die ihr so kennt, in den Discord. Ich werde es mir angucken. Und wenn das Video 12 Likes bekommt, dann kaufen wir die Produkte auch und testen die. Okay, wir fangen an. Wir haben jetzt hier einmal, ich bin sehr gespannt, welcher Fußballer was rausbringt. Das heißt, was hat der Cristiano als Produkt? Was hat ein Messi als Produkt? Mal gucken. Messi-Chips. Drücke auf das kleine Bild unten, dann wird es groß. Digga, Lay's Barbecue. Digga, dass Messi sein Produkt Chips ist, ne? Ist ein bisschen respektlos. Und die gibt's nur auf eBay. Messi Barbecue liegt versiegelt, nie geöffnet. Bruder, sind die nicht abgelaufen? Komm, ich guck's mir einfach an. Sind die nicht abgelaufen, Chat? Limitierte Edition. Nein, die sind nicht abgelaufen. Bro, Vitamin D, kannst du die auf meine Adresse kaufen? Ich gebe dir dann das Geld. Ich gebe dir ein bisschen mehr. Geht es? Nice. Okay, Vitamin D. Ich schreibe dir WhatsApp dann. Ronaldo? Was ist das denn? Cake? $75? Was ist das? Cristiano Ronaldo Special Edition. Dan Cake. Pastelania. Was ist das denn? Cristiano Ronaldo Cookie. Ein Keks? Nee. Nee, die holen wir nicht, Bruder. Ich begib doch keine $75 für Kekse aus. Niemals. Vor allem, das sind diese Keksdosen, wo Eltern, ausländische Eltern immer so Netto und sowas reinmachen, Chat. CR7000. Ihr wollt mich in diesen Unterhosen sehen, ne? Ihr seid so respektlos. 11 Team Sports. Bitte mit die, hol die mir mal auch, bitte. Mach mir dann eine Rechnung einfach. Ja, nice. Was kosten die denn? 21 Euro, okay. Geht fit. Kann man machen. Sind sogar günstig. CR7 Parfum. Ja, okay. Nice. 28,30 Euro ist aber auch sehr, sehr günstig, finde ich. Das kann ich selber in meinen Warenkorb packen. So respektlos, ne? David Beckham Parfum. Das ist bestimmt teuer. Das kostet 20 Euro auch nur. Hä? Aber es ist Eau de Toilette, Chat. Ich hasse das. Eau de Toilette heißt eigentlich sowas wie nicht so intensiver Geruch. Das heißt, der bleibt nicht lange. Und den Geruch nutzt man dann eher für so Räume und sowas, so kurz um aufzufrischen. Checkt ihr? Eau de Toilette. Eau de Parfum ist immer das, was lange hält und so. Deswegen ist es eigentlich kacke. Egal, wir packen es auch in den Einkaufswagen. Dann haben wir auch einen direkten Vergleich zum Ronaldo-Produkt. Mixed Company Bar, Glas, neue Sorten, VitaVate. Warte, das ist doch kein Fußball. Das ist ein Fußballerprodukt. Niklas Willison. Ist ein Fußballer. Bruder, das ist so respektlos, ne? Guck mal, statt jetzt meine Kollegen nach VitaVate zu fragen, bin ich einfach mal ein Supporter und pack's einfach in meinen Einkaufswagen. Dann wird sich einfach VitaVate gekauft. Ich hoffe, das war der Tee. War das der Tee? Ich mag den Tee ein bisschen mehr. Bitte sag, das war der Tee. Ja, das ist der Tee. Nice, 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 nice. Wir machen weiter. Thomas Müller, mein Weg zum Fußballprofi. Oh mein Gott, ein Buch? Ja, nee. Ich sage euch ehrlich, kein Bock, das zu lesen. Da, wie teuer ist es? 14 Euro. Das Ding ist, ich sage euch ehrlich, ich würde es halt auf Ernst nicht lesen. Ich sage euch, ich würde es auf Ernst nicht lesen. Soll ich es mir trotzdem holen? Mit noch nie gezeigten Fotos. Wow, nice. Fotos von Thomas Müller, seinem Bauernhof oder was? Geil. Okay, Vitamin D, hol mir. Schreib dir das auch auf. Alles, was nicht auf Amazon ist, wäre geil, wenn du mir holst und dann so eine Rechnung machst. Christo Storchkopf, was ist das? Ah, Storchkopf, die Legende, die Icon, hat auch ein Parfum. Das kostet unnormal viel. Christo Storchkopf, Hurensohn für Männer Parfum. Einserpack. Ist das jetzt Eau de Parfum oder nicht? Ist sogar teuer im Vergleich zu den anderen auf jeden Fall. Hier steht halt nichts von Eau de Parfum. Einfach nur Parfum. Also es sieht auf jeden Fall sehr hochwertig aus, muss ich sagen. Ja, Chat? Wie der sich da hinstellt! Ich bitte dich! Women und Men. Nee, das ist mir dann zu viel Real Talk. Genügend Parfums. Mit David Beckham. Ihre Studios habe ich da, die Sachen. Tom Zauberfuß, kannst meine Eier lecken. Cristiano Ronaldo, was ist das denn? CR7 Acai-Beere, Herbei Nutrition Deutschland. Was?
Von ihm selbst auch? Herbalife, CR7. Das ist Französisch. Warum ist das Französisch? CR7, The Drive ist ein Kohlenhydrat. Das ist gar nicht von ihm, oder? Kann man einer abchecken? Ich glaube, die machen hier... Ich glaube, die machen auf seinen Namen Geld. Das ist gar nicht von CR7, oder? Die haben es einfach nur CR7 Drive genannt und ein Bild von ihm drauf geklatscht. Ich weiß gar nicht, ob man das machen darf. Kann mal einer checken, ob das von ihm ist? Einer der Mods, checkt das mal ab. Weil das würde ich mir sogar ziehen. Vitamin D, check du das mal ab, bitte. Monopoly Borussia Dortmund. Ich sag euch ehrlich, Monopoly ist so ein gutes Spiel, das wird doch einfach mal gekauft. In den Einkaufswagen. Zlatan Ibrahimovic, noch ein Parfum. Das zu. Oh, derzeit nicht verfügbar, ohne Spaß, ich mach keinen Scherz. Digga, wie viele Fußballer haben denn Parfums rausgebracht? Das ist ja wie bei Ding Eistee. Wie bei Influencern Eistee. Haaland mit einem Deo, glaube ich. Das von Aquafiga. Nicht Amazon leider. Erling Haaland, take your bottle. Oder ist einfach nur eine Flasche? Es ist einfach nur eine Flasche. Was ist das denn? Reusable. Du kannst so verschiedene Bilder draufklatschen. Voll die komische Flasche, ich sag euch ehrlich. Okay. Holen wir auch. Vitamin D, Bruder, hast du genug Geld? Sonst gebe ich dir vorher. CR7 Brille. Nee. Ich glaube, von CR7 werden wir am Ende zu viel haben, sage ich euch. So eine Brille ist unnötig. Ich kaufe dir das sogar, Bruderherz. Was ist das denn? Oh mein Gott, Bruder. CR7 Bettwäsche, ernsthaft. Die kaufe ich nicht. Wenn du mir kaufst, dann mache ich die. Versprochen, Adam, wenn du 22 Euro ausgibst, um mich leiden zu sehen, dann werde ich die einmal auf mein Bett machen. Einen Tag da drin schlafen. Danach, ich sage dir ehrlich, kannst du aber wieder abholen. Okay, Vitamin D, dann hol das mal. Wenn du mir das holst, okay, ich schlafe einen Tag da drin. Meine wahre Geschichte auch von Lewandowski. Ja, reicht, Junge, mit euren wahren Geschichten. Wieso heißen alle eure Bücher gleich? Das war's mit dem Video, wo wir auf Fußballerprodukte reagieren. Es wird wahrscheinlich noch ein Video geben, wo wir die Fußballerprodukte austesten. Und das war's. Macht's gut. War ein anderes Reaction-Video. Eigentlich ein bisschen langweilig, sag euch ehrlich. Aber, die Vorfreude ist da fürs Hauptvideo, oder? Übrigens, wenn ihr dieses Video seht morgen, ich leak es jetzt nur in dem Drittkanal-Video. Als kleine Wiedergutmachung, dass das Video ein bisschen langweiliger war. Heute... Im Stream machen wir eine Challenge wieder. Ich mache diese Staubsauger-Vakuum-Challenge. Ich probiere die mal aus.